Hallo Leute und willkommen ein weiteres Mal zurück zu Let's Play Together Dead. Nachdem wir, ich glaube, beide in der letzten Folge erschossen wurden. Ich wurde nacherschossen irgendwann. Genau, er wurde erst später. Alter, sind hier viele, geht mal weg. Ja. Da hinten waren übrigens gerade Militärzelte. Hier kann man die noch sehen. Ja, ganz leicht bestimmt irgendwo. Da hinten irgendwo. Da war nichts drin. Die Militärzelte waren alle leer. Ja, da spawnt halt nicht so oft was. Also ich kann dir sagen, am Airfield schaut's anders aus. Wenn da, also das, da sollen Waffen über Stapeln liegen und keine Ahnung. Ja, so der Soji ist halt, wir laufen uns versuchen gerade zu ergehen. Ich war auch beim Airfield, also bei diesen beiden großen Flugzeughallen. Da habe ich auch einen Spieler gehört, aber nicht gesehen. Bin da zum Glück, also ich konnte alles looten, bin dort dann erfolgreich dann weggekommen. Hab den Spieler dann noch im Nachhinein gesehen. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht, herrlich. Okay, ich habe 10 Schüsse für die Lee Enfield. Ich habe 16, glaube ich, noch umgerechnet. Ja, ich habe zwei. Nein, nicht doch. Ich habe noch zwei Magazine. Achso, wenn du F drückst, dann kannst du übrigens deine Munition angezeigt bekommen, ne? Cool. Wenn du F drückst, dann zeigt dir oben rechts kurze Zeit deine Munition alles an. Welche Waffe du gerade hast. So, ich muss länger was trinken, weil mein Trinken ist etwas rötlicher als gewollt. Aber noch geht's. Meinst du das? Also wie gesagt, meine Leiche muss nur finden in Mehrfamilienhäusern. Ich habe so viel Trinken nicht gehabt. Ja, werde ich versuchen, nicht, dass ich da weg ist. Aber gut, Tscherno, jetzt haben wir etwas zu lernen. Tscherno ist echt gefährlich. Jo, also vor allem ich war ja noch im Lademonitor und wurde schon angeschossen. Weißt du? Ja, wenn das hier Setup complete, dann bist du schon auf dem Server drauf und die können dich auch schon abballern. Das finde ich ein bisschen doof. Das finde ich, ja, und das ist irgendwie echt. Ich hatte nicht mal eine Chance. Leute, einer wurde gekickt. Ja. Air Sami bei Sword. Noch einer gekickt worden, hey. Und der auch, der Junkie. Achso, es gibt jetzt übrigens, also für alle, die übrigens das Problem haben, dass sie vom Battle Eye gekickt werden, weil halt Battle Eye Client not respawning. Das liegt daran, dass es jetzt ist, also bei mir war es zumindest so. Weil ich wurde auch andauernd gekickt nach immer 10 Minuten Spielzeit und dann habe ich einfach bei Steam die lokalen Daten überprüfen lassen. Dann hat er da irgendwelche zwei Dateien neu angefordert oder so und dann ging's. Musste ich halt nochmal den Beta-Patch neu installieren von Arma 2. Also das kann man jetzt zum Glück alles sehr einfach mit DayZ Commander oder Six Launcher machen. Das geht mir jetzt sehr einfach. Und dann ging es jetzt auch wieder einwandfrei. Also wir hatten auch kurz Probleme mit dem Join und so. Ich verstehe ich gerade nur teilweise dadurch, dass unsere Internetverbindung mit Skype so schlecht ist. Echt? Also ich höre dich bei mir sehr gut. Ja, ich höre dich halt so abgehakt, du sprichst einen Satz und auf einmal ist halt dann so weg und dann. Ich lass mein Internet jetzt abfuckt, ey, hab ich keinen Bock drauf. Klar, okay, das ist jetzt bestimmt eine etwas langweiligere Passage, aber das ist in der Zeit halt so, ne? Jo. Immer Karten habe ich auch keinen Bock zu irgendwie. Ich bin da voller Optimismus, dass wir es bis zum Airfield schaffen. Ja, ich irgendwie auch. Ich meine, klar, ich hatte auch Optimismus die letzten Folgen, als ich da das Alice-Pack und alles hatte. Aber ich muss sagen, mit der Winchester jetzt hier, die One-Hit macht bei Zombies. Gut, klar, gegen Spieler ist die Winchester ja wohl nicht so gut. Na, da kann ich ja mit der Lee Enfield nachrücken. Genau, ich habe aber auch gesagt, gar nicht so das Verlangen, Spieler zu töten, eher mit denen zu kommunizieren. Das Problem ist, die erschießen einen meist sofort. Man kommt gar nicht zum Kommunizieren. Du hast eine Waffe in der Hand, bist feindlich. Wirst du abgestempelt. Ja, das stimmt. Weißt du? Ja, das stimmt. Ich würde ja jetzt auch nicht, wenn ich die OP-Waffe habe und spiele mit was, was ich mit einer Pistole sehe, ob ich den erst frage, ob er friendly oder er schon auf mich schießt, weißt du? Zumal, was bei mir total beschissen war, ich habe jetzt halt natürlich privat mir schon wieder alles zusammengesucht und so, damit ich nicht von Anfang an, ist ja irgendwo klar. Aber dann hatte ich direkt in diesen Flughallen Losing Connection, da wurde ich halt gekickt, bin ich da gespawnt, habe ich dort alles gelootet und was sehe ich da vor den Hallen? Lauter Militärzombies, Alter, das ging gar nicht. Ich habe, glaube ich, 3 umgelegt und an dem Rest habe ich mich vorbeigestichen. Das Gute war, ich hatte dort eine schallgedämpfte MP55 SD gefunden gehabt und die war schallgedämpft, deswegen konnte ich die 3 umnatzen
Und an dem Rest habe ich mich dann vorbeigeschlichen, habe dann noch die Winchester aufgesammelt. Und ich muss mal ganz kurz cutten. So, da bin ich auch wieder, hab das geklärt, ohne mein Internet cutten zu müssen. Ah, oh, ich hoffe, der kommt wieder rein. La 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 la. Ja, meine Trinken, Mama. Ihr müsst mir bitte in die Kommentare schreiben, wenn ich es jetzt nicht gleich selbst herausfinde, ob das Trinken blinkt, wenn es wirklich jetzt eine abgefuckte Grenze ist, oder ob ich dann auf einmal tot umkippe. Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Also ich bin jetzt schon bei, sagen wir, gutes Ampelrot. Ja, bei mir ist auch so fast schon Ampelrot. Deswegen. Weil ich will halt lernen, das wirklich komplett richtig schön auszureizen. Weil ich glaube, wenn man das halt genau weiß, wie man das alles ausreizt, dann hat man noch bessere Überlebenschancen. Ja, klar. Kann man halt länger warten, weil wenn du halt eine Apache trinkst, ist das wieder komplett Cherno. Du siehst Cherno, ich glaube, ich sehe auch Cherno. Ich sehe Prigrot, wie scheiße. Ach, bei den drei Scheunen da? Ja. Wir nennen den Ort einfach die drei Scheunen. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche. WTF. Ja, nee, wie gesagt, Mehrfamilienhäuser soll durchstürmen, da müsste eine Frauenleiche liegen, das ist ja... Lol, hier ist eine Feuerstation. Hä? Ja, kann sein, dass wenn du in Cherno bist, ja. Alter, eine Feuerstation ist doch das mit dem großen Turm, ne, auch. Und dann, dieses rote, geziegelte Gebäude. Ja, und dann gibt's daneben noch die Kirche und den Shop. Bist du in Cherno? Dann bin ich echt schon in Cherno. Nee, also, die Dings ist ja gerade so stadtrandlich mehr. Das kann schon sein. Musst aber aufpassen, da lummelt anscheinend Spieler rum. Ich habe nämlich vorhin einen gesehen da. Oh. Wahrscheinlich Sniper. Ich habe nämlich auch aus dem Fenster geguckt, deswegen habe ich mich ein bisschen unter Panik gehabt. Ach komm, jetzt neck ich mich mit meiner... Alter! Was ist denn los? Nee, da sind gerade Zombies hinter der Mauer gespawnt. Ich bin erstmal die Mauer entlang gelaufen, um halt... Ja. Oh, hi! Bist du mit dem Zombie oder einem Spieler? Es war ein Zombie, aber ich hoffe, ein Spieler hat mich jetzt nicht gehört. Das ist mein Problem, weil die Winchester ist ja so laut. So, bevor ich jetzt irgendwie umkippe wegen Trinken. Ich trinke jetzt einfach was. Wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ja, ich brauche was zu trinken, ich kippe sonst um. Naja, ich habe, wie gesagt, noch eine jetzt übrig, die kann ich dir auf jeden Fall geben. Ich habe gehört, man kann auch Spieler, die halt am verdursten sind, trinken und kippen. Ja, man soll auch Spieler bandagieren können, aber das habe ich bis heute nicht herausgefunden, wie das geht. Aber ich finde das schon recht nice, wie man die Spieler hier helfen kann. Puls checken und den ganzen. Ja, genau, so das Pultek fand ich auch so gut. Puls ist strong. Heißt also, hohen Puls und so. Was strong ist, glaube ich, noch ganz gut. Ist lieber zu hoch als zu niedrig. Ja, das stimmt. Wenn er zu niedrig ist, dann ist das ja kurz vorm Tod so. Ich muss dir vorstellen, du hast nur so ganz wenig Blut, bist unterkühlt, keine Ahnung, bist am verdorsten. Ah, liegen zwei Headpacks. Ne, ein Headpack und eine Bandage. Schau nicht schlecht. Ein Headshot habe ich ja schon, ne? Ja, habe ich schon. Okay. Und hier haben sie Prigrotsky jetzt nicht gelootet, weil sonst ist es vielleicht sogar mein Tod schon. Sag nicht sowas, ich werde dich finden. Ja. Alter, jetzt hat er geschossen. Ich wollte es doch zumachen, ey. Stimmt, du bist ja auf. Was? Du nimmst ja auf. Hm. Oh Mann. Scheiße, jetzt habe ich einen Schuss gelassen, umsonst. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben sie sich erst recht gehört und jetzt kommen sie. Das wär's, Alter, wenn sie jetzt um die Ecke alle kommen. Ein ganzer Clan. So mit LMGs oder so. Ja, so bam, 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 bam. Ich höre nur. Dann Hardware-LP was killed. Oder die liefern sich gerade so einen Banditenkrieg, so Üzben. Ah, ja, kann man aufs Dach. Ah, ich hoffe, ihr hört das Kläffen nicht im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ich hör's. Gut, das. Aber in der Aufnahme hat man es bis jetzt. Lol, hier liegt ein toter Spieler. Einfach mal so. Loot. Scheiße. Nee, er blutet nicht. Ich weiß, ich hab's nicht gesehen. Das ist ja keine Feuerstation, oder? Hä? Na, wenn ein Turm dran ist und. Ich komme hier nicht rein, aber ich komme da nirgends rein. Ich hab's gerade keinen Eingang gefunden. Ja, jetzt sind die Spieler auf dem Server, jetzt sind um die 11, 12. Jetzt geht's hier los. Ich erkläre mir mal den Turm. Die Türme. Also wir sind zu 11. Insgesamt mit uns. Okay, auf dem Dach liegt nichts.